Und hättest du damals, ich meine, du hast eigentlich schon gesagt, dass du es nicht getan hast, aber hättest du dir gedacht, dass du damit einfach so ein ganzes Leben irgendwie aufbauen kannst Nö. mit selbstständigem Design? Nö, überhaupt nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe halt immer, ich habe immer das gemacht, was ich, glaube ich, machen wollte oder am besten konnte. Habe ich halt irgendwie immer weitergemacht. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ein bisschen Hype, also dieses Montagsformat, ziemlich frei nach Schnauze wird. Diese Woche bekommt ihr ein ganz besonderes Schmankerl, eine ganze Folge ohne den Hype extra. Ich besuchte die Modedesignerin und Künstlerin Ayset Bostan in ihrem neuen Studio im Münchner Schlachthofviertel. Ich hatte schon eine ganze Weile versucht, ein Gespräch mit Ayset zu organisieren. Und jetzt hat es endlich geklappt und wie so oft, wenn man lange auf etwas gewartet hat, auf einmal ganz spontan. Wir sprachen unter anderem über ihre Arbeit, Kunst, zeitgenössisches Wording und ihre Erfahrungen mit der Integration in Deutschland als türkisches Kind damals. Sie führte mich auch durch ihren Werdegang von der eher erfolglosen Schulkarriere, sagen wir mal, die wir beide gemein haben, und über ihre Anfänge in der Schneiderlehre, den Weg zum Modedesign und in die Kunst und nicht zuletzt ihre, und hier schließt sich dann wieder der Kreis quasi, ihre Professur heute an der Kunsthochschule Kassel. Ayset ist so eine Person, die erstmal ein kleines bisschen warm werden muss mit dir. Aber wenn das der Fall ist, ist sie ein wahnsinnig warmherziger und lustiger Mensch. Und ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft noch öfters so spontan, wie das für dieses Gespräch der Fall war. Ein toller Artikel über Ayset erschien vor einer Weile übrigens auch schon in dem Kunstmagazin This Orient. Und mit dem Herausgeber eben diesem Magazins, Marwan Ben Belfort, unterhalte ich mich am Donnerstag im Podcast. Falls du also noch nicht abonniert hast, dann ist das jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Egal, ob du gerade bei Spotify bist oder Apple Podcasts, Google Podcasts oder was auch immer. Einfach jetzt gleich abonnieren, damit du auch am Donnerstag gleich die Folge bekommst. Diese Woche gibt es ohne den Hype, also im Doppelpack. Am Donnerstag mit Marwan und heute erstmal wünsche ich dir viel Spaß mit Ayset Bostan. Du kannst mir jetzt erstmal sagen, es ist ein bisschen peinlich, aber Ayset, Ayset, hartes Z? Eigentlich Ayset. Ayset eigentlich. Mhm, ja. Aber irgendwie höre ich häufig Ayset. Ja. Ja. Martin nenne ich, glaube ich, auch Ayset. Ja. Das ist irgendwann, vor ein paar Jahren habe ich mir überlegt, dass sich Ayset, die Original-Aussprache, viel toller ist. Und dann habe ich angefangen, mich als Ayset vorzustellen, obwohl es ein komisches Gefühl war, weil ich mich selber, seitdem ich in Deutschland bin, eigentlich immer nur als Ayset kenne, ja, weil dein ganzes halt Leben. Alle deutschsprachigen Menschen mich natürlich mit Ayset angesprochen haben. Aha. Und ich habe mich nie getraut, sie zu korrigieren. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Ayset Bostan hört sich viel toller an und ich versuche es jetzt mal zu etablieren. Relativ spät, aber ja. Vielleicht hast du noch Glück. Ja. Wir versuchen es jetzt mal. Ich versuche die Ayset zu nennen. Okay. ich bin jetzt eigentlich zu dir gekommen, weil ich eben vor kurzem bei Marwan Ben Belfort war in Berlin und der hat das Magazin This Orient und in dem warst du auch mit dabei. Ja. Deswegen passt du thematisch jetzt natürlich sehr gut dazu. Und da geht es ja hauptsächlich, oder das ist hauptsächlich in der Ausgabe, ging es nur so thematisch um den Mittleren Osten und Nordafrika und sowas. Mhm. Und du kommst ursprünglich aus der Türkei, gell? Ja. Aber du bist schon seit du 4 bist in München, ja, habe ich es richtig? Ja, ich bin schon sehr lange. Das heißt, eigentlich warst du quasi nie in der Türkei, wenn man mal ehrlich ist, oder? Also ich war früher natürlich jeden Sommer, jede Sommerferien in der Türkei. Und also von der Empfindung her hast du nie in der Türkei gelebt, oder? Nee. Nee. Also ich kann mich minimal erinnern an meine also ein paar Erlebnisse aus meiner Kindheit, aber ich kenne es eigentlich nur aus den Ferien. Mhm. Ich kann mich auch, glaube ich, an. Ich glaube, ich habe so 2 Erinnerungen von vor 4 vielleicht, aber das sind so Bilder. Ja. Das ist ja nicht. Also dann weiß man ja auch manchmal nicht, ob man sich über eine Erzählung erinnert oder ob man sich wirklich selber erinnert. Genau, oder irgendein Foto, das man mal gesehen hat, man projiziert es dann irgendwie so da rein. Und deine Eltern sind dann eben nach München gezogen damals, ja. Also in die Nähe von München, das war außerhalb. Wo? Kleiner Ort, Pöhring. Pöhring, das kenne ich tatsächlich. Das ist, glaube ich, eingemeindet zu Zorneding inzwischen. Ah, okay. Gab es damals schon eine S-Bahn? Ja. Ja, das heißt, in deiner Jugend, hast du in der Jugend auch da gelebt oder seid ihr dann irgendwann mehr in die Stadt gezogen? Ich
Ich bin, glaube ich, mit 17 dann noch einmal, nee, mit 16 nach Ottobrunn gezogen und dann mit 17 eigentlich in die Stadt. Okay. Alleine, ja. Alleine mit 17? Und wohin dann? Habe ich erstmal bei einer Freundin gewohnt. Welches Viertel? Das war Obergiesing, in der Nähe vom, bei der Silberhornstraße. Ah, cool. Ja, ich habe beim 60er-Stadion auch direkt gewohnt eine Zeit lang. Ja. Aber das, die Gegend mag ich sehr gerne. Das ist irgendwie so ruhig. Und du warst ja davor in der Landwehrstraße hier mit deinem Studio. Genau. Und in Giesing finde ich es ja so schön, ist auch ein bisschen bunter durchmischt irgendwie insgesamt. Ja. Aber es war schon immer total ruhig. Ja. Also da war irgendwie kein Stress und nix irgendwie. Ja, es ist ja auch immer so als Münchner, wenn man einmal so den Berg hoch fahren oder radeln muss, dann kommt es ja einem vor wie eine Weltreise. Ich wohne oben am Berg, am Gasteig, deswegen ist es für mich ist Realität, Normalität. Meine Freundin wohnt direkt auf der anderen Seite von der Isar, unten in der Baderstraße. Deswegen, das ist mein Alltag. Okay. Aber die Baderstraße war für dich auch relativ wichtig, oder? Weil du warst ja im Badercafé. Ja, so, genau. Da warst du die Gang. Ja, voll. Da habe ich auch gejobbt damals als Bedienung. Und, wann war das? Wann war das? Während ich meine Schneiderlehre gemacht habe. Okay. Ich habe ja relativ spät angefangen. Also ich habe relativ spät gewusst, was ich überhaupt machen wollte. Und ich glaube, es war so 21, 22 war ich da. Aber das ist okay. Ich glaube, ich weiß immer noch nicht, was ich machen will, wenn ich mal groß bin. Ja. Also. Also ich weiß immer mehr, was ich nicht machen will. Und daraus ergeben sich die Sachen, die dann passieren. Ja, aber so ist es eigentlich viel schöner, weil dann hast du ja mehr Möglichkeiten. Ne? Man hat mehr Möglichkeiten und ist nicht enttäuscht von sich, weil man sich irgendwas vornimmt und es klappt vielleicht nicht. Ja, ich glaube, wir haben, wir teilen uns einen ähnlichen Schulverlauf. Mhm. Ich bin nach der 10. Klasse vom Gymnasium abgegangen. Ich glaube, bei dir war es auch so, oder? Mhm. Und ich habe dann danach auch, das war das Ende meiner schulischen Karriere. Okay. Oder jeglicher Ausbildung. Dann danach habe ich alles eigentlich nur noch selber gemacht. Mhm, und du bist von der Schule gegangen, auch 10. Klasse, oder? Genau, ich bin von der Schule gegangen und habe dann irgendwie, weil ich gar keinen Abschluss hatte und den externen qualifizierenden Abschluss nicht bestanden habe, weil das komplett andere also Prüfungsfragen waren, habe ich dann noch über den zweiten Bildungsweg sogar die mittlere Reife nachgeholt. Ah, okay. Über die Volkshochschule, eine Abendschule. Und erst ein paar Jahre später oder gleich im Anschluss? Ja, erst ein paar Jahre später, ja. Das war bestimmt auch mies, oder? Wenn man so aus diesem Schulding schon raus ist. Das war irgendwie ganz lustig, weil dann wusste ich irgendwie, dass ich einen Abschluss will und dann vielleicht irgendwie weitermachen will und Also war es nicht mehr nur so dieser Zwang, sondern du hattest irgendwie ein Ziel auf einmal. Ja, und dann wusste ich auch auf einmal, wie Lernen geht und das wusste ich irgendwie meine ganze Schullaufbahn nicht. Und, Ja, Schule ist auch komplett verschwendet an die Kids eigentlich. Oder? Ja, also bei mir war es zumindest so. Mhm. Wenn ich heute die Möglichkeit hätte, einmal in der Woche Geschichtsunterricht zu haben, ich fände es so geil. Ja. Aber damals gab es halt nichts. Es ist halt immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, genau. Damals war das nichts für mich. Ja. Und dann hast du eine Schneiderlehre, war das? Ich habe eine Schneiderlehre gemacht. Also einmal in einem Stoffatelier, also in einem Damenatelier bei Natascha Müller schön. Mhm. Das war in Schwabing. Und dann habe ich einmal gewechselt. Dann war ich noch in einem so einem Lederatelier bei Brunhilde Müller. Und nach 2 Jahren habe ich die Ausbildung beendet. Und war dann noch abgeschlossen oder beendet? Abgeschlossen. Okay. Und dann habe ich noch. War ich noch auf der Meisterschule für Mode und habe Schnittdirektrice-Ausbildung gemacht. Wie lange dauert sowas? 1 Jahr. Ah, okay, das ist ja überschaubar dann auch. Ne? Und wie ging es dann weiter? Ich musste alles aus der Nase ziehen. Erzähl doch einfach mal. Genau. Dann war das auf jeden Fall so, dann war ich mit der Ausbildung fertig und habe eigentlich auch schon so Freunden und Bekannten so Aufträge gehabt, so die wollten halt immer irgendwas haben, was ich entweder selber getragen habe oder so, weil sie mich nett fanden, ich will ein Hemd von dir. Und dann habe ich halt damit angefangen und wurde dann auch ziemlich bald nach der Meisterschule für Mode für einen Preis vorgeschlagen, also für einen Wettbewerb
für Angewandte, also in der Lothringer Straße. Mhm. Die ist Lothringer ja 13, Jahr, das. Ah, genau. Okay. Sie sind ja einmal im Jahr immer die Ausstellung mit in verschiedenen Disziplinen, Design, bildende Kunst, Fotografie. Also es sind so 5 Sparten, Schmuck. Und da wurde ich vorgeschlagen für angewandte Kunst mit, ich glaube, 3, 4 anderen Leuten und habe den Preis bekommen. Es waren damals 12.000 Mark. Oh wow, okay. Ja, und einen Katalog bekommt man von der Stadt München noch dazu. Und du hattest gerade erst angefangen, selbstständig zu arbeiten, ja, dann, oder wie? Ja. Aber wie kommt man zu so einem Preis, wenn man so früh dran ist? Irgendwie sind es dann irgendwie, weil du halt mit den richtigen Leuten rumhängst, also dass man überhaupt in Erwägung gezogen wird? Also das ist jetzt nicht so ein Lebenswerkpreis, sondern es geht schon um die Förderung von jungen Leuten. Aber muss wahrscheinlich schon zur richtigen Zeit im richtigen Ort sein, oder? Irgendwie war das so. Und es war auch zum ersten Mal Mode vorgeschlagen und ich hatte eine wahnsinnig schöne Präsentation, finde ich heute immer noch, dass sie schön ist. Und ich glaube, das hat die Leute, also die Jury überzeugt. Vielleicht hatte ich auch noch einen Ausländerbonus. Man muss ja immer so, also es war ja schon immer so, dass wenn man dann so sichtbar war als Ex-Ausländerin, dass es dann natürlich extra hervorgehoben wurde, dass man... Ja, aber es ist schön, wenn man auch mal einen Vorteil rausziehen kann, oder? Ja, voll. Positiver Vorteil, ja. Aha. Ja, und dann habe ich mir so ein Mini-Atelier gemietet in der Jahnstraße damals. Es waren wirklich nur so 20 Quadratmeter und auch mit einem befreundeten Schreiner. Der hat mir die Einrichtung gemacht. Also es war echt alles so minimal und so ganz... Aber es war ja auch schon eine total hippe Gegend damals eigentlich. Also ich meine, das war ja... Es war noch nicht richtig hip. Das war so eine Einbahnstraße, aber das war trotzdem im Glockenbachviertel so eine Einbahnstraße. Also es ist neben der Sand-Sachs, aber da sind viel weniger Leute durchgekommen, aber trotzdem war das ein total... Also ich wusste gar nicht. Ich dachte, okay, jetzt habe ich ein schönes Mini-Atelier und... Dann war ich auf einmal selbstständig, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, dass ich jetzt eigentlich schon so selbstständig bin. Einfach gemacht. Ja, aber so ist es am besten, glaube ich, wenn man einfach da reinrutscht, weil dann hat man nicht diese Ängste und alles, sondern man macht es einfach. Ja, mit so Hardcore-Business-Plan. Ja, genau. Und ich meine, diese 12.000 Mark haben dich ja wahrscheinlich dann ein halbes Jahr finanziert oder ein Jahr oder ja, so, oder? Ich habe mir erstmal einen Designer-Sofa gekauft. 4.000 Mark aber weg. Das habe ich immer noch. Ah, sehr gut. Das liebe ich immer noch. Okay. Und das finde ich ja auch gut, wenige und gute Sachen zu besitzen. Ja. Und so gehst du es ja mit deinen Sachen eigentlich auch an, oder? Mit der Kollektion heute. Ja, dass du machst nicht, ich glaube, du machst nicht jedes Jahr irgendwie 2 Kollektionen, nee, sondern also du refresh auch viele Sachen. Genau, irgendwie. Also entweder date ich Sachen ab und ich mache natürlich immer 1, 2 neue Teile dazu. Aber also ich stress jetzt niemanden mit so, hallo, ich habe schon wieder eine neue Kollektion. sondern ich versuche einfach. Gute Kleidung und gute Mode zu machen. Aber jetzt sind wir abgeschwiffen eigentlich. Ja. Also wir waren in der Jahnstraße jetzt. Ja. Du hast die 12.000 Mark eingesagt und hast dir erstmal gedacht, okay, jetzt kann ich loslegen. Ja, und dann, also so Geld ist ja super schnell aufgebraucht, weil es kostet ja auch immer alles andauernd etwas. Designer-Sofas unter anderem. Ja, aber ich finde es schon okay, wenn man selber Designer ist und auch andere Designer. Das ist ja auch so ein Lifestyle. Unterstützt, also. Ja. Klar. Und dann, weiß nicht, dann ging das halt immer irgendwie so weiter. Dann ist man halt in so einem kulturellen Kontext. Und von da aus hat sich die Modesache dann einfach immer so stetig weiterentwickelt. Genau. Und dann habe ich, die hat sich stetig weiterentwickelt. Und dann habe ich auch so Kunstprojekte gemacht. Ja, das ist jetzt, wo es ein bisschen unübersichtlich wird, glaube ich. Weil ich muss nämlich auch zugeben, du bist für mich so ein bisschen so eine Wolke. Ich weiß irgendwie nicht so genau, was, wie, wo. Also es mit der Mode habe ich verstanden. Aha. Kunst habe ich verstanden, dass du machst. Aber was genau? Ich meine, man sieht halt immer wieder mal so Sachen. Ja. Aber was es so genau ist, weiß ich nicht so ganz genau. Und dann hast du noch als drittes auch noch diese Professur dann auch. Ja, das sind so deine 3 Baustellen im Leben eigentlich, oder? Genau. Ja. Aber gut, dann gehen wir mal mit der Kunst weiter. Wann hat das dann angefangen dann? Also mit der Kunst, weiß ich nicht, habe ich eigentlich, das sind so Projekte, so Design an der Schnittstelle von Design und Kunst, würde ich sagen. Also vor 9 Jahren habe ich ein sehr großes Projekt gemacht, Replika, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das waren die Vorhänge im Hofgarten. Mhm.
Und das war zum Beispiel so eine Vision, die ich eigentlich schon vor diesem Wettbewerb hatte. Jedes Mal, wenn ich am Markusplatz und im Hofgarten war, habe ich mir mal gedacht, es wäre so wahnsinnig toll, wenn man diese Vorhänge vom Markusplatz in den Hofgarten übertragen würde. Und war von dieser Idee so total fixiert und so überzeugt, dass es so toll wäre. Und dann gab es irgendwie eines Tages eine Ausschreibung, ein Kulturreferat. Es sollte, also Kunst im öffentlichen Raum, es sollte etwas mit Design und Architektur zu tun haben im öffentlichen Raum in München. Und da konnte man sich, es war eine internationale Ausschreibung, und da konnte man sich bewerben. Und ich habe damals den Designer Gerhard Kellermann gefragt, also dem hatte ich schon mal erzählt von der Idee, dass es diese Ausschreibung gibt und ob er Lust hätte, sich mit mir da zu bewerben. Und er hat gemeint, ja, er findet die Idee auch toll, super, können wir gerne zu zweit uns einfach mal bewerben und schauen, was passiert. Und wolltest du ihn dabei haben, damit die Chance größer wird, dass du da genommen wirst? Oder ja, ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen, auch, die ich irgendwie spannend und gut finde und oder wo ich weiß, dass sie andere Sachen besser können als ich, so auch als ergänzende Partner, so im Ping-Pong. Dann hat der Gary, hat er gemeint, ja klar, mach da mit. Und dann haben wir eben eine Bewerbung aufbereitet. Und das war halt der Hammer, weil da waren irgendwie über 250 internationale eingereichte Bewerbungen. Und wir haben halt den ersten Platz bekommen. Mhm. Also wir haben das halt dann auf einmal so. Gab es noch andere Sachen, die umgesetzt wurden? Oder wurde auch nur diese eine Sache umgesetzt? Es gab noch eine zweite Arbeit, die umgesetzt wurde. Es war im Olympiastadion. Nee, ich glaube, es war irgendwas mit so Performance, die sich auf das Design der 70er Jahre während der Olympiade in München irgendwie darauf bezogen hatte. Und ja. Aber war das mit dem Hofgarten, es war nicht vorgegeben, wo im öffentlichen Raum, sondern es war einfach. Wir haben gesagt, okay, wir haben diese Idee und wollen sie im Hofgarten realisieren. Mhm. Und und dann haben wir das gewonnen. Wie lange hingen die Vorhänge? Das hing leider echt nur 3 Monate. Also es war. Naja, nur 3 Monate. Wie sahen die Vorhänge am Ende aus? Oder wurden die regelmäßig getauscht? Es ging eigentlich. Also ich finde es ja auch manchmal so ein bisschen unnachhaltig, so ein Riesenprojekt zu machen und dann hängt es halt irgendwie deshalb nur 3 Monate, weil das ja auch ein bisschen schade ist, das ganze Material. Und es war ja auch echt toll. Aber es ist natürlich schwierig, über die Schlösser- und Seenverwaltung dann irgendwie so eine jährliche Erlaubnis zu bekommen. Und wenn man das halt einmal macht, dann denken halt viele wahrscheinlich, dass man da einfach andauernd irgendwelche Projekte realisieren kann. Und so einfach ist es dann leider auch nicht. Also es war schon Überzeugungsarbeit dann auch, die Schlösser- und Seenverwaltung auch zu überzeugen, dass wir das dort machen. Okay, aber ihr reicht diese Idee ein letzten Endes und dann beratschlagen die sich. Genau, und dann ist dann eine internationale eine Jury mit so. Aber an welchem Punkt setzt dann die Überzeugungsarbeit ein, die ihr noch leisten müsst? Die Wasserarbeit. Die Überzeugungsarbeit? Die Überzeugungsarbeit, die wir geleistet haben, das war halt mit der Schlösser- und Seenverwaltung. Und das ist am Ende dann noch? Ja, das ist dann, nachdem wir den Preis gewonnen haben, weil man muss sich halt überlegen, fragt man zuerst und macht so schlafende Hunde, die man weckt, oder hat man erstmal eine Idee und dann schaut man, dass man vielleicht die lieber machen, bekommt, lieber machen und danach um Vergebung bitten. Genau. Aber hat auch funktioniert dann. Ja. Aber war das, hattest du davor schon viel, also Erfahrung oder Projekte in so einem künstlerischen Raum? Also in der Größe nicht. Und ich habe jetzt auch erst kürzlich mir gedacht, was für ein größenwahnsinniges Projekt das eigentlich war. Also es ist wirklich, ich finde es immer noch total extrem, weil es halt so eine wahnsinnig große. Aber wahrscheinlich war es genau deswegen, kam es halt durch, oder? Ich meine, es war halt einfach was. Ja, hat ein Freund von mir auch gesagt. Es auch sichtbar war. Hat er gemeint, ja weil es so größenwahnsinnig war, war es auch so toll, meinte er. Und ja, dann. Christo wird auch keinen Mensch kennen, wenn er nicht den Reichstag verhüllt hätte. Ja, das stimmt. Also, wenn er es mit seinem Gartenschuppen gemacht hätte, hätte es niemanden interessiert. Ja. Hallo, ich habe hier mal einen Stuhl umhüllt. Ja, da hätte es keinen Förderpreis für gegeben, glaube ich dann.
Aber was waren denn so deine frühen Kunstprojekte? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Du kannst nicht mehr oder willst nicht mehr? Nee, ich. Es ist schon immer wieder so in so Gruppenausstellungen, so Einladungen zu verschiedenen Themen. Die Sachen sind wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich dann auch verschwommen, so zwischen Mode und Kunst. Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade am Anfang. Ja, man setzt sich wahrscheinlich nicht an einem Mittwochnachmittag hin und sagt, ich mache jetzt Kunst. Nicht. Also das verschwimmt natürlich alles total und alles bedingt sich ja auch gegenseitig. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich, wenn ich Mode mache, nur so, das muss eine Mode sein und das andere, das ist jetzt nur Kunst, darf sich auf keinen Fall überschneiden. Ich finde, weil man sich halt mit verschiedenen Themen und Materialien und so weiter und Kontexten beschäftigt, entstehen natürlich auch so Sachen. Und wenn man irgendwie, also irgendwie sehe ich, denke ich mir auch, dass ich sehe mich so als ganzheitliche Gestalterin und deshalb habe ich auch mal keine Lust, da zu unterscheiden. Ja, aber das macht es dann halt eben auch so schwierig, weil von außen betrachtet versuche ich natürlich, dich irgendwie immer in die Schublade zu finden. Ich versuche halt drei Schubladen für dich zu finden, wo ich dich irgendwie reinstopfen kann. Ja. Weil es so schwierig ist irgendwie. Ansonsten, ich glaube, du selber hast ein Bild von dir, weil du mit dir selber lebst. Ja. Oder wenn ich Martin frage, irgendwie, was du machst, dann wird er wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, es zu kommunizieren, aber er weiß es für sich. Ja, ja. Aber wenn man so über dich stolpert, ist es schon irgendwie manchmal ein bisschen schwierig, sich wirklich. Ja, aber ich finde es halt auch mal ein bisschen schade, wenn man sich so begrenzt, wenn man einfach mehr machen will. Also vielleicht müssen sich dann die Leute, die einen vielleicht verstehen oder wollen, vielleicht muss man das einfach mal akzeptieren, dass manche Menschen einfach sich größer bewegen wollen, als man. Ja, ich glaube auch nicht, dass das generell ein Problem ist. Ich glaube schon, dass das oft ein Problem ist. Ja, aber in der Vermarktung dann, oder? Ja, vielleicht in der Vermarktung, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass es schon einige Menschen gibt, für die das nicht einfach ist, wenn man nicht irgendwie einen Titel hat oder eine Sache hat, also die sie, also mit der sie für sich selber besser umgehen können als so Personen, die manchmal verschiedene Projekte machen. Ja, aber es ist ja, ich meine, kein Mensch, ich verstehe, was du meinst. Mm-mm. Und ich glaube, es ist durchaus so, aber es ist so lustig, dass die Leute das nicht akzeptieren können. Ich glaube, es ist irgendwie so was Berufliches. So mega schwierig. Ja, weil ich meine, ansonsten, ich meine, kein Mensch ist immer derselbe. Ich meine, selbst innerhalb deiner Familie, du bist mit deiner Mutter, wer anders als mit deinem Bruder und bist mit dem, wer anders als mit deiner Großmutter. Das ist dieser Intrarollenkonflikt. Ein Intrarollenkonflikt, das Wort kenne ich noch nicht. Das hatte ich irgendwo mal gelernt. Weil man halt immer in verschiedenen Kontexten natürlich eine andere Person ist. Ja, genau das. Man hat man ist so ein bisschen schizophren halt einfach. Ja, voll. Weil das muss man auch sein. Weil die Gesellschaft verlangt das ja auch von einem einfach. Ja, und das heißt, als Künstlerin bist du dann unterwegs und als Modedesignerin. Ja, ich glaube, dieses Modedesign finde ich ja auch manchmal so ein bisschen eingeschränkt. Ich sag einfach, dass ich Designerin bin. Modedesign klingt auch mal so ein bisschen frivol irgendwie schon fast, oder? Weiß ich nicht. Also, aber ich finde, Designerin beinhaltet eben auch Mode. Ja. Und Modedesign ist einfach nur so Modedesign. Ja, und du machst auch viele Sachen. Du hast ja auch Schmuck dabei und all sowas. Das ist jetzt auch kein klassisches Modedesign dann mehr. Nee. Oder auch Taschen. Aber, ja, klar. Ja. Ja. Also auch da habe ich nur so einen Anschnitt mal gesehen, dass du alles gemacht hast. Also das ist mit Mit Philipp Breh arbeite ich da zusammen, genau. Mhm. Also wir arbeiten, glaube ich, jetzt auch schon. Also seit 13 Jahren kenne ich Breh. Mhm. Ganz am Anfang habe ich für Breh Normallabel gearbeitet. Ich glaube 2 Jahre oder so. Und dann hat mich Philipp Breh, der quasi die Firma übernommen hatte von seinem Vater, weil er irgendwie verstorben war, also die beiden Brüder, der hat sich dann getrennt vom Breh und meinte, dass er jetzt ein eigenes Label machen will, ob ich da auch mitarbeiten will. Und jetzt arbeiten wir seit 2011 mit PB 0110 zusammen. Da kam dann auf einmal das Leder wieder rauf. Ne? Ja. Hattest du in der Zwischenzeit viel mit Leder gemacht überhaupt? Oder war das auf einmal so? Ich habe immer wieder mal eine Tasche, also alle 2 Jahre mal eine Tasche entworfen, so für mich, also für mein Label quasi. Aber ich habe dann gemerkt, dadurch, dass ich auch diese Leder, also diese Schneiderausbildung in einem Lederatelier gemacht hatte, dass ich so einen total natürlichen Umgang oder Bezug dazu habe. Und dadurch, dass ich ja auch Kleider aus Stoffen gemacht habe, hatte ich, glaube ich, so einen sehr entspannten Umgang, einfach so Leder in so eine Form zu bringen. Und
Irgendwie ist es. Funktioniert das gut, es kommt irgendwie gut an, ich freue mich. Ja. Und das ist generell irgendwie, habe ich das Gefühl, ein Bedürfnis, die Sachen nicht in so einem fixen Rahmen zu machen, oder? Das Leder behandelst du gerne wie was anderes? Ja, also ich kann natürlich auch kastige Taschen entwerfen, mache ich auch, aber ich kann auch total weiche Taschen entwerfen, wo man dann auch manchmal auch sieht, dass ich so aus dem Stofflichen komme. Mhm. Und irgendwie macht mir das Spaß und es fällt mir leicht, glaube ich. Ja. Und hättest du damals, ich meine, du hast eigentlich schon gesagt, dass du es nicht getan hast, aber hättest du dir gedacht, dass du damit einfach so ein ganzes Leben irgendwie aufbauen kannst mit selbstständigem Design? Nö, überhaupt nicht. Also, keine Ahnung, ich habe immer das gemacht, was ich, glaube ich, machen wollte oder am besten konnte. Habe ich halt irgendwie immer weitergemacht. Mhm. Bis irgendwo ein Roadblock kommt und dann macht man was anderes, geht man in eine andere Richtung. Ja. Aber du hattest auch keine Roadblocks eigentlich, oder? Es ging immer weiter. Und dann hat sich das ergeben und dann wieder was anderes. Und dann sammelt man ja auch Erfahrung und die Erfahrung ist ja dann auch wieder was wert. Ist ja jetzt nicht so, dass es weniger wird. Und dadurch, dass man Projekte macht, erschafft man ja auch irgendwie so ein Werk. Und dann bin ich halt irgendwie angefragt worden für diese Professur an der Kunsthochschule in Kassel und habe mich da halt beworben. Also ich wollte mich da zuerst nicht bewerben, weil ich das überhaupt nicht gesucht habe, jetzt eine Professorin zu werden. Und dann habe ich irgendwie mir gedacht, oh Gott, ich kann da jetzt überhaupt keinen Vortrag halten. Ich kann nicht vor so vielen Leuten stehen. Und habe erstmal abgesagt, mich bedankt, dass sie mich anfragen, aber... Also sie hat dich konkret angefragt? So ja, ob ich mich bewerben will auf diese Stelle, okay. Auf eine Stelle, die ausgeschrieben war. Mhm. Und ich so, boah, das ist ja der Hammer. Und ich so, nee, das kann ich nicht. Und habe erst abgesagt und dann haben sie halt nochmal gefragt. Und dann habe ich gedacht, ich habe so Angst davor. Ich mache es jetzt einfach, dann habe ich es einmal hinter mir. Ja, guter Grund, es zu machen. Ja. Ja, das haben mich auch so enge Freunde auch so gesagt, hey, probier es doch einfach. Also why not? So eine, mir gedacht, stimmt, es ist eine Übung. Ich habe so Schiss davor, da irgendwie so vor Menschen aufzutreten. Mhm. Und dann habe ich aber auch während der Vorbereitung von meinem Portfolio und von meiner Antrittsvorlesung da mir auch gedacht, ach, sieht doch alles ganz gut aus. Und dann zeige ich viele Bilder und erzähle so ein bisschen dazu. Und dann ist es die ganze Zeit dunkel, dann sehen die mich auch nicht. Genau so habe ich es gemacht. Aber das ist ein Vortrag, oder? Ich meine, aber das ist erstmal der eine Vortrag, ja. Aber du musst ja dann doch jede Woche einmal oder klar. Zweimal oder wie? Aber irgendwie war das lustig, das kam total gut an. Und ich konnte mich da so ein bisschen verstecken. Und ich finde es ja eh immer eigentlich ganz schön, wenn die Arbeit für sich spricht, dass ich das nicht jetzt nochmal zu Tode erklären muss. Und dann habe ich da halt angefangen und ich hatte natürlich überhaupt, also so Professorin ohne Abitur. Aber das ist doch super, oder? Ich meine, das wird auch für mich die einzige Chance irgendwann. Ja, ja, ja. Und das fand ich dann irgendwie schon auch ganz lustig. Und da hast du dann noch tatsächlich, du hast den Titel Professorin. Ja, habe ich. Also ja, du kannst das auf Visitenkarten drucken oder alles. Ja, kann ich machen. Also mache ich jetzt nicht, ich habe es nur in meiner E-Mail, In der Signatur drin. In der Signatur, ist das irgendwie ein HC oder sowas dann? Oder nee, ich habe nur Prof. Und wenn man das 5 Jahre gemacht hat, dann kann man es, glaube ich, sein Leben lang behalten. Ah, schick. Und wie lange machst du schon? Ich mache schon 8 Jahre. Ah, there you go. Ja. Ja. Abgehakt. Auf jeden Fall. Also ich habe es wirklich nur in der Signatur, weil ich finde es ja manchmal wahnsinnig, also auch total extrem, dass ich auf einmal auch so Professorin bin. Also das war die ersten Jahre immer nur, wenn ich in Kassel an der Kunsthochschule war, habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt bist du Professorin. Und sonst, wenn ich dann halt in München bin, dann bin ich halt ich. Is it. Ja, fertig. Genau. Ja. Und das war ja auch schon wieder so ein Rollen, also kein Konflikt, sondern so ein Rollenchaos eigentlich. Auch so ein Kennenlernen, oder? Dass man sich selber in dieser Rolle dann irgendwie auch mal findet. Und auch irgendwie zu merken, das ist ja auch echt nochmal, also man ist ja auch kein ausgebildeter Lehrer oder Lehrerin. Mhm. Man muss dann halt selber so einen Weg finden, wie man mit Studenten, Studierenden arbeitet. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht,
ich mache das jetzt einfach so, wie wenn es mein Atelier wäre und wenn man irgendwie zusammenarbeitet und dass man halt an so Projekten, an Themen arbeitet pro Semester. Hast du da irgendein Curriculum, geben Sie vor den Lehrplan oder? Nö, ich bin dort im Produktdesign, Professorin für Design textiler Produkte heißt der offizielle Lehrstuhl. Und dadurch, dass ich ja so aus dem Textilen komme, also mal sind es Kleider, aber es ist jetzt keine, überhaupt nicht reine Mode. Aber gibst du vor, was ja, ihr macht? Also ich gebe schon meistens vor. Es reichen aber auch Studierende eigene freie Projekte ein, also vorher, die ich dann entweder zusage oder nicht. Aber meistens bewerben sich ja auch die Leute bei einem, weil sie von einem betreut werden wollen. Und also. Und das wird dann benotet? Oder ja, wie läuft schon benotet, das? Ich meine, na, dadurch, dass ich nicht studiert habe, habe ich nicht die geringste Ahnung, wie sowas abläuft eigentlich. Ja, ich habe ja auch nie klassisch studiert. Aha. Und das wird schon benotet, ja. Okay, aber das heißt, die Leute sind da an der Uni eingeschrieben und haben halt Kurse XYZ und bewerben sich dann eben bei der ISET unter anderem für einen Kurs. Ja, also es sind die aus dem Design bewerben sich dann bei mir, bei meinem Thema, was ich und immer wieder. Die müssen sich aber auch erst bewerben. Also das heißt, die können sie schon einschreiben. Ich kann sagen, okay, bis 15 Studierende können in das Seminar rein. Und wenn es, ja, dass man halt irgendwie einen guten Überblick hat und gut. Und jetzt gerade läuft das. Das ist schon so Projektarbeit einfach und das macht halt schon total Spaß. Ja, das ist halt irgendwie Eisets Bastelstube auf einmal, oder? Ja, so richtig basteln ist es nicht, aber. Aber halt so was Praktisches, also eine richtig praktische Arbeit. Also was Praktisches und natürlich schon mit begleitend dazu so Bücher und Filmempfehlungen und so weiter, damit man. Aber das gibt es wahnsinnig viel, dass Leute so aus freien Bereichen jetzt Professuren übernehmen. Und ich meine, in letzter Zeit ist ja auch richtig. Also ja, aber es war irgendwie mir nie so klar. Jetzt habe ich einen Martin getroffen, der das macht, Martin Fengel, Stefan Dietz, Eike König, dich. Und ich meine, es macht ja auch genauso Sinn, weil letzten Endes ist das halt dann die angewandte Arbeit ja auch. Ja, also so voll. Können die Studierenden das ja auch lernen dann. Was ist echt der Unterschied zwischen Studenten und Studierenden? Ich bin da schon häufiger drüber gestolpert. Also Studenten sagt man nicht mehr, man sagt Studierende, weil das männlich, weiblich? Ja, genau. Studierende. Gegendert. Okay. Ich bin da noch nicht ganz so up to date. Ja. Ich bin noch nicht ganz up to date mit den Sachen. Ja. Ich versuche. Das hat auch mal. Also, ich glaube auch manchmal wirklich. Ich versuche es so weit wie möglich richtig zu machen. Aber ich bin jetzt halt auch nicht 22 und das ist für mich das Selbstverständlichste. Ja, gell, das ist schwierig auch irgendwie. Ich kriege jetzt manchmal ein paar Nachrichten dann irgendwie auf Instagram oder sowas, wo ich dann darauf hingewiesen werde, was ich falsch gemacht habe und so. Ich denke mir auch, es tut mir leid, aber ich bin halt fast 40. Ja. Und ich meine, ich bin jetzt nicht wahnsinnig alt, aber ich habe halt einfach 40 Jahre verbracht mit einem gewissen. Ja. Und ich versuche mich ja anzupassen. Ja. Und ich glaube, ich meine, du und ich, wir wollen ja beide nichts falsch machen. Wir wollen ja niemanden auf den Schlips treten. Ja, überhaupt nicht. Aber es gibt halt sehr viele Minen, auf die man treten kann gerade. Ja, voll. Es ist sehr, sehr. Ja. Aber trotzdem, ich will, man will halt auf so wenig Minen wie möglich. Man will aber auch natürlich irgendwie zeitgenössisch dieses Wording verstehen und lernen. Genau. Muss halt immer wieder irgendwelche Wörter nachschauen, die für eine viele Menge andere blöde Fragen stellen. Selbstverständlich ist. Ja, genau. Ja, so geht's mir dabei auch. Aber eigentlich ist es auch ganz lustig, oder? Ja, es ist lustig. Es ist manchmal, ich meine, ich verstehe auch, dass es einen Sinn hat und dass es einen Zweck hat. Ja. Nur manchmal habe ich das Gefühl, früher waren Sachen, da hat man sich einfach nur ins Fettnäpfchen gesetzt und die Leute haben drüber gelacht oder haben gesagt, du Depp, und dann war gut. Ja. Heute wird man sehr häufig sehr stark verurteilt für Sachen, die man überhaupt nicht so wollte. Man sofort einen Shitstorm, so ein totaler. Ja, genau. Also ist halt ich finde ja schon, dass Intention immer noch das Wichtigste ist eigentlich. Ja. Also wenn ich niemanden beleidigen wollte und es aus Versehen gemacht habe, dann sollte ich sagen können, tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, dann ist die Sache erledigt eigentlich. Ja. Aber das wird immer schwieriger, glaube ich, heute. Ja, das ist ja, es ist manchmal, vielleicht ist es dann auch von den jungen Leuten auch so den älteren Generationen gegenüber auch ein bisschen unfair, weil man das halt, man kann sich jetzt nicht sofort umstellen und man hat auch andere Projekte. Ja, einer meiner besten Freunde ist ein 73-jähriger Engländer mittlerweile, den ich in Thailand kennengelernt habe und den ich jedes Jahr dann immer da treffe. Und einer meiner besten Freunde ist einfach der lustigste Kerl. Ja. Und
Aber der sagt halt manchmal Sachen, wo die Leute einfach da sitzen und sich denken, das kannst du doch nicht sagen. Aber er ist halt 73. Ja. Ich meine, was willst du verlangen? Ja. Der wird sich auch nicht mehr ändern. Ja. Und der meint es ja auch nicht böse. Es ist halt, er kommt aus einer anderen Zeit. Ja. Ich verstehe schon, dass es das natürlich aufstößt. Ja, man verrät sich inzwischen mit der Sprache, aus welcher Zeit man kommt. Ja, ja. Aber das hat man, glaube ich, schon immer getan. Also, ja. Ich glaube, es ist nur ein anderes Level jetzt irgendwie gerade. Voll, ist. Next Level. Ja, absolut. Also das Risiko wurde etwas erhöht, würde ich sagen. Ja. Aber wenn wir schon bei so Sachen sind, wo man auf ein paar Landminen treten kann, wie gesagt, du warst ja in dem in Disorient mit drin und das ist ja eben thematisch Mittlerer Osten und Nordafrika und sowas. Und hast du, ich meine, du hast gesagt, du warst in der Türkei nur bis du 4 warst. Mhm. Spielt das irgendeine Rolle in deinem Leben, dieses Ausländersein in Deutschland, oder ist das überhaupt kein Thema? Also es hat so schon immer wieder ein Thema, also hat schon ein Thema gespielt, natürlich. Ich habe es nur auch sehr verdrängt einfach. Mhm. Und das war ja auch, also es ist ja, als ich jetzt als Jugend, also als Kind in die Schule hier gekommen bin, weiß ich schon noch, dass sich keiner neben mich gesetzt hat und dass ich halt noch nicht so gut Deutsch konnte und so weiter. Aber ich habe mich halt so mega assimiliert. Ich wollte halt so deutsch wie möglich sein, damit ich halt nicht auffalle und irgendwie kein Problem haben muss. Und optisch hast du ja auch mal gut reingepasst wahrscheinlich, oder? Ich meine, also du könntest optisch habe ich schon immer, sah ich natürlich ein bisschen orientalischer aus. Ja, aber es ist ja auch, also ich meine, ich habe meine Freundin Ines zum Beispiel, ist bayerischer, geht es nicht mehr, aber sie sieht orientalischer aus als du. Ja, okay. Dieses orientalisch und europäisch, stimmt. Weiß ist ja auch so ein Mischmasch. Ja. Aber weißt du, das ist ja, so als Einzelperson mag es vielleicht gelten, aber wenn man dann als Familie in so einem Dorf gewohnt hat, dann war man halt so das Kind aus der türkischen Familie. Und der Name natürlich. Ja, ja, klar. Und also ich fühle mich total europäisch, aber trotzdem habe ich schon auch so die negativen Seiten mitbekommen. Mhm. Ich habe sie mitbekommen, vielleicht nicht direkt an mir unbedingt, aber in meinem Umfeld auf jeden Fall. Mhm. Also im Freundeskreis meinst du? Ja, was es halt bedeutet, wenn man irgendwie vielleicht nicht so gut Deutsch spricht und so weiter. Also meine Eltern, also mein Vater habe ich gestern zum Impfen gebracht, begleitet, weil der halt fast immer noch kein Deutsch spricht. Ja. Ich, ja. Aber haben die sich hier einfach einen türkischen Freundeskreis dann auch aufgebaut? Ja, ist halt alles türkisch und Das heißt, du sprichst aber auch immer noch fließend türkisch? Ich spreche Hochtürkisch, aber habe natürlich nicht so ein riesen Vokabular wie im Deutschen jetzt. Okay. Weil ich nicht so oft Türkisch spreche. Ja, ja, klar. Und wenn ich mit meinem Vater spreche, ist es dann auch so, dass ich schon manche Wörter auf Deutsch sagen muss, weil ich jetzt auch nicht alles weiß. Aber die versteht er. Ja, ja, klar. Okay, also er spricht lieber Türkisch, aber er versteht schon das meiste Deutsch, nehme ich an dann, oder? Ja. Mhm. Ja. Darüber können die Leute dann, glaube ich, auch mehr lesen in dem Magazin des Orient von Maruan. Das tolle Magazin, ja. Ja, also die Bilder vor allem sind ja unglaublich schön geworden da drin. Ja, die hat mein Freund gemacht, Fabian Frinzel. Ja. Ach, das wusste ich gar nicht, okay. Ja, die sind wirklich, also die haben mir richtig gut gefallen. Ja. Das Ganze hat irgendwie eine sehr schöne Bildsprache, das ganze Magazin. Ja, ja. Und auch passend zueinander. Das hat er irgendwie sehr gut kuratiert, fand ich. Ja. Also ich finde das Magazin echt toll und ich finde es auch super, dass der Maruan dieses Magazin herausgibt. Mhm. Der hat ja auch in München gewohnt. Ja, Als er das gemacht hat, war er noch hier. Ja, oder? Genau. Das heißt, ihr habt euch auch persönlich dann austauschen können. Genau. Das Interview hat er direkt mit dir geführt, oder? Genau. Ja, dann kennst du ihn ja ziemlich gut eigentlich. Ja. Und der ist jetzt in Berlin und ist er in einem Architektur? Ja, ja, genau. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist er in dem das Architekturbüro, für das er auch in München schon gearbeitet hat. Okay. Und die haben da irgendwie einen Ableger oder die Haupt, ich weiß es nicht mehr, ich soll es wissen, aber ich vergesse leider solche Sachen immer sehr schnell wieder. Ich hoffe, ihr erzählt nichts Falsches. Yeah. Aber genau, er arbeitet für das Architekturbüro da immer noch. Mhm. Und dieses Magazin ist halt irgendwie so seine Leidenschaft. Ja. Finanziell nicht optimal wohl. Es erzählt aber alles selber dann auch in dem Podcast, das kannst du dir anhören. Das ist auch wirklich, ist sehr interessant, weil er sehr viele Einblicke irgendwie gibt in und auch so,
was ich toll fand, war, dass er so offen auch erzählt hat über die Schwierigkeiten letztendlich. Ja, ja, ja. Weil es ist halt einfach nicht einfach, so ein Magazin und vor allem so ein Kunstmagazin heutzutage irgendwie rauszubringen. Ja, ja. Und er macht es aber halt einfach, weil er überzeugt ist davon. Ja, ja. Und das fand ich glaube, Magazine sind eben auch, also es gibt ja immer so ein paar so tolle Liebhabermagazine, die sind halt auch so toll, weil das, weil die Macher halt so mega leidenschaftlich so ein Produkt, so ein, also so ein Heft schaffen wollen. Ich glaube, das merkt man aber auch in allen Bereichen. Ja, genauso bei dir ist es ja genauso. Ja, ich meine, du merkst halt einfach, dass es deine Sachen sind. Ja. Du bist so nicht einfach nur versuchst, nicht Sachen rauszuknallen. Ja, es ist nicht so ein 9-to-5-Job. Okay, ich gehe jetzt nach Hause. Wo ich mir den manchmal auch wünsche. Ja. 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 Du, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir. Und ich hoffe, du hörst dir den Podcast auch am Donnerstag an. Oh Gott. Hast du meine Stimme? Ja, Moment, du kommst ja am Montag raus. Ich meinte den mit Marouane. Ah ja, den mit Marouane auf jeden Fall. Aber deinen eigenen brauchst du nicht anhören. Kann ich du dir weißt nicht versprechen. Du weißt ja, was du jetzt gesagt hast. Ja. Du brauchst den nicht anhören von dir selber. Okay. Also vielen Dank und bis bald. Ja. Oh, danke dir auch.